dazu wurden jetzt x Ebenen von Plot nur aus diesem einen Satz. Also ich habe jetzt Schwestern, die zu anderen Clans, die ebenfalls mit dem Dämon irgendwie zu tun haben, verheiratet werden, weil er will irgendwie der Weltherrscher werden. Ich mit meiner gebrochenen Seele, der nicht lügen darf und Asket ist und also so ein Schelden in Laufend und in L5R, versucht dann mit den anderen, die ihn erstmal komisch finden, Freundschaft zu schließen, macht das auch voll doof, wollen wir Freunde sein? Also stellt sich total sozial unkompetent an. Und das hat sich halt sofort lebendig angefühlt, weil ich wusste, hier geht's auf was, ich kann die Spieler oder die SCs der anderen Spieler sofort in die Scheiße reiten, wenn dieses Böse irgendwas aus mir rausbricht. Dann stellt sich ja noch raus, dieser Mönch, den ich spiele, der hat übernatürliche Kräfte. Also es ist keine High-Fantasy-Setting, es gibt zwar Magier, nur die Mönchen können so ein bisschen Superman verhalten, also hochspringen, Wände einschlagen und so weiter. Und jetzt hat der aber eine Dämonensaat in sich. Das heißt, wenn so ein mächtiger Charakter, der Häuser einreißen kann, auf einmal auf die böse Seite wechselt, das will ja niemand. Also muss man ja als SC zu anderen STs sagen, pass mal auf, wenn ich irgendwie Hörner kriege, hackt ihr mir am besten den Kopf ab. Und das sagt ja der sonst immer sich für alles bedankt, für alles entschuldigt, nie lügt, also das Mauerblümchen in dieser Welt ist. Und du hast da dann einfach sofort ein, alles real, ich will weiterspielen, Feeling. Wobei du halt bei manchen anderen Runden denkst, wo du denkst, ja, okay, wir haben jetzt zwei Drachen umgebracht und einen Dämon, da kam dreimal, das ist Alrik, der Händler hat immer den gleichen komischen türkischen Dialekt. Das fühlt sich halt nicht real an und das macht auch nicht so extrem Lust auf, da will ich nochmal, da will ich nochmal, da will ich nochmal. Ich habe Runden, da bin ich kurz vom Bein, wenn die zu Ende sind. Weil einfach die Runde so Spaß macht, so fehlt die Stimmung auch mit den Spielern und dem Meister so stimmt, dass man sagt, ich will jetzt irgendwie weitermachen. Und es gibt Runden, wo du sagst, naja, es sind nur vier Wochen dazwischen, ja, ist okay, wir spielen dann weiter. Und das hat selten was damit zu tun, ob der Meister sein Handwerk beherrscht, sondern auch, dass A, die Spieler unter anderem sich dieses komplexe Netzwerk von Gefühlen zueinander nicht aufgebaut haben. Auch zu Mitspielern, die keine Gefühle haben, kann sowas klappen. Haben wir wieder super bewiesen. Also in SC-Runde, Rolle meine ich. Haben wir auch bewiesen. Ja, damals spielt es auch Karte. Ne? Ja. Ne, er spielt ja einen Tech-Priester, der keine Emotionen haben würde. Trotzdem ist die oberhysterische Sororita und der Tech-Priester, die harmonieren einfach super. Ich weiß nicht warum. Läuft! Es läuft! Gut. Nochmal Plotaufbau mit einer Sandbox. Ich kam damit überhaupt erst am Pole in Berührung. Ich kannte das Wort Sandbox nicht, bis der Frank das mal eingeführt hat für mich. Finde ich extrem angenehm, weil du brauchst fast keinen Plot. Du kannst zwar sagen, okay, ich mache so zwei, drei Punkte, Point of Interest, ein großes Finale, wenn es mal so weit kommt, aber in einer Sandbox können sich die Spieler selbst bespaßen und wenn die Spieler Bock drauf haben, sich darin zu bespaßen, werden die Geschichten gut. Deswegen bin ich ein riesen Sandbox-Fan. Man muss einfach nur wenige Handgriffe machen, ausgearbeitete Orte mit einprägsamen Merkmalen. Meine nächste Sandbox wird die Autogarage mit den Russen, definitiv. Das ist einfach vom Geruch von dem Wodka bis hin zu dem Verhalten einfach super einprägbar. Ja. NSCs mit fühlbarer Persönlichkeit und Geschichte, das ist klar wieder, wenn alle Omas in der Sandbox mit einer Kittelschürze rumlaufen, dann ist das nicht mehr lustig. Wenn alle Omas irgendwie gut geschminkt sind, aber eine läuft mit der Kittelschürze rum, könnte das sein, dass die Spieler die eher anspielen, also der Charakter ist fühlbarer, ist warum auch immer irgendwie reeller. Zeit zum Erkunden lassen, das ist halt ein großer Plot, eine Kampagne, wenn ich da meinen Spieler keine Zeit lasse, sondern in der Kampagne noch schiebe, mache ich meiner Meinung nach als SL was falsch, aber das muss halt jeder für sich selbst machen. Was in der Sandbox super geht, improvisieren, deswegen mag ich Sandboxen so. Ich bin kein Fan von, ich habe hier meinen G7-Wälzer und den spiele ich von vorne bis hinten durch und mache nichts rechts und nichts links. Das ist einfach nicht meine Art von Leiten. Und was wir schon hatten, geh auf die Spieler, sag einfach erstmal ja. Egal, wie bekloppt die Idee von den Spielern ist, da kann man immer noch mal rausbiegen, aber sag erstmal ja, weil dieses Ja motiviert die Spieler zu spielen. Und nicht einfach nur zu würfeln und sagen, da ist ein Schloss, ich würfel mal auf Schlösser knacken. Du hast keine Würfel, sag wenigstens, dass du deine Dietriche benutzt. Aber ja, das muss man halt dann schauen, wie man den Spielern das gestalten will. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich NSCs aufbaue,
abgesehen davon, dass es dann irgendeine Art von Wesen ist, was kommunizieren sollte, gut, es könnte eine Teekanne sein. Sie sollte einen Namen haben, auf jeden Fall sollte man irgendwie drei Details benennen können, ich habe wieder bei Frank geklaut, ich gebe es zu, die diesen NSC irgendwie interessant machen. Also angenommen, wir haben einen Penner am Bahnhof, dann sage ich, sind Penner am Bahnhof. Stille. Dann gehen die gerade vorbei. Wenn ich jetzt sage, da hockt ein Penner am Bahnhof mit einer Wolldecke und einem Hund und einem Rucksack, der hat Flicken auf den Knien und hat gerade einen Burger am Essen, macht er 50 Aufzählungen, dann wird er auch mehr als real oder geht er wieder an der Realität vorbei, weil das erfasst man ja auch nicht sofort, wenn man an Menschen vorbeigeht. Sein Fehler vorbeilaufen, sehe ich sofort, ah, der hat einen Fehler auf, Helden sterben, blonde Haare, reicht Fehler. Dann, wenn man sich länger mit dem beschäftigt, dann kommen mehr Details raus. Oder Reg hat einen Bart, hat auch einen Nerdpulschall an, hat heute ausnahmsweise meine Hose an. Für Reg, fertig. Und keine Hut, wer bist du eigentlich? Ich bin ein Kognito. Genau. Konzentration. Stimmt, heute zum Video hattest du auch mit anfangen. Das müssen wir nochmal nachholen. Da muss nachträglich weggearbeitet werden. Genau. Dann, wenn ein NSC ein Villain sein soll, ein böser NSC, will ich jetzt einfach den, tritt die Tür auf, zieht die Knarren, ich bin böse, oder hat er eine Motivation, dass er böse ist? Ist er ein Verbrecher, weil er irgendwie Geld besorgen muss, weil seine Tochter krank ist, er muss die Operation bezahlen, also gibt man dem eine wirklich menschliche Motivation, dann wird er als böser Mensch einfach auch verständlicher oder wirkt er auch wieder echter? Beim Joker wäre das jetzt wieder schwieriger, glaube ich, weil er erzählt ja seine Geschichte immer wieder anders mit den Namen, aber er versucht es wenigstens. Wobei du dann ja ein ganz, ganz gefährliches Element betrittst, wenn du NSCs nimmst für die anderen als Vorerwartung haben. NSCs nimmst für die anderen als Vorerwartung. Joker, ja. Lex Luthor, wenn du halt NSCs nimmst, die bekannt sind aus deiner bestimmten Welt und mit denen schon jeder als Spieler mal zu tun hat, hat jeder. Na, bestimmte Grunderwartungen, wie der NSC sich verhält, wenn du ihn dann anders darstellst, weil du den anders denkst. Ja. Könnte sehr interessant sein. Ja, das ist ja genau der Punkt. Was ist denn beim Joker die ultimative Hintergrundgeschichte oder was ist sein ultimativer Plan? Der wechselt ja permanent. Ja, deswegen ist es gerade so ein gutes Beispiel dafür, finde ich. Ja, aber das ist halt der Punkt, auch so mit den Erwartungen zu spielen. Ja, ja, klar. Nun, kannst du natürlich voll auf die Nase fliegen. Ja, ja. Also da habe ich ja wieder jetzt bei dem Intro-Stream in Anführungszeichen für den G7 gemerkt, bei den Prius-Geweihten, wo ich schon am Chat gemerkt habe, die denken jetzt alle, er tritt auf und schlägt sie alle nieder. Und nee, das ist ein hilfsbereiter Kerl, weil nicht alle Prius-Geweihten sind Assis. Ja. Nur weil es so im Ring steht. Ja, nur weil es so im Regelwerk steht. Genau. Ja, oder halt einfach Fragen über. Wie sind die NSCs als Menschen? Zum Beispiel, was macht den Bettler zu dem Bettler? Habe ich mal persönlich gemacht, weil ich es einfach mir gedacht habe, warum sitzt da jemand an der Ecke? Habe mich zu so einem gesetzt, in Darmstadt hat gesagt, sorry, wenn ich dich so anquatsche, aber erzähl mal, wie kommt man eigentlich hin? Ich verstehe es doch. Ja, früher schon schlecht in der Schule, dann irgendwie abgestürzt, Drogen genommen, AIDS bekommen, kriegt jetzt keine Arbeit mehr und so weiter. Und das ist eigentlich schon ein Plot oder eine Hintergrundgeschichte für den NSC, für eine Ausgabe mit einer Frage gestellt. Oder hat der vermeintlich doofe Trolltürsteher eigentlich außer machen in seiner Freizeit noch andere Sachen, die interessieren, wie zum Beispiel südländische Poesiebände. Also wenn du irgendwie mal, warum auch immer, der Türsteher in ein Gespräch verwickeln will, wobei er immer machen will und dann unterhalten sich zwei SCs über irgendwie Literatur. Wie doof würden die denn gucken oder die Spieler gucken, wenn er sagt, ja, nee, die Werke finde ich ein bisschen blöd, die sind mir zu einfach geschrieben, ich mag lieber. Passt halt einfach nicht zu einem Trolltürsteher und wäre einfach mal eine interessante Situation, sowas mal rumzudrehen. Und was wir eben schon mal hatten mit dem Beispiel von Sandy, der Stur aus Franks Runde, NSTs gewinnen einfach an Wichtigkeit, je mehr sie gespielt werden. Und genau das soll man auch ausnutzen und die NSTs dann auch bedeutender und wichtiger werden lassen. Und Mut zur Lücke, hat Frank auch beschrieben, einfach zu sagen, ich habe hier 10 NSCs, die haben einen Namen, die haben ungefähr das Aussehen und die haben dann die
übernatürliche Fähigkeit, das Kiss, das den Clan, was auch immer. Ansonsten habe ich für die nichts. Und die baue ich weiter auf, wenn die Spieler sie anspielen. Weil dann kann ich nochmal einen Bösen hinzu improvisieren, der vielleicht aussieht wie ein Gärtner oder was auch immer. Dass man noch so ein paar Wildcards in der Hinterhand hat. Akku ist. Achso, Wildcards, genau. Vielen Dank. Mir fällt dazu jetzt noch was ein, dass man, um ein NSC lebendig zu gestalten, nicht unbedingt nur auf dem Papier braucht, was man diesen Charakter aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, der Böse ist böse, weil er festgestellt hat, dass er unglaublich gut Leute manipulieren kann, dann gibt das dem ja nicht unbedingt eine Komplexität. Richtig, das ist der Punkt. Was ich gemacht habe, als ich angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen, wie kann ich meine NSCs eigentlich interessanter machen, ist, ich habe mich selber beobachtet, was fällt mir eigentlich als erstes auf, wenn ich Leute sehe. Und habe dann zum Beispiel gemerkt, zum Beispiel, weil, wenn ich jetzt den Rekord sehe, ist immer zuvor der Hut. Weil der Hut ist halt einfach ein Blickfänger. Ja, ja, ja. Oder weil jetzt zum Beispiel, ich habe Bio das erste Mal gesehen, ich so, boah, ist der groß. Ja. So, das kriegt man ja normalerweise nicht so mit. Oder bei Fehler wie waren es die schwarzen Haare, weil ich kenne niemanden, der so schwarze Haare hat wie du. Das ist auch je. Ne? Aber was? Das ist mir als erstes aufgefallen. Ne? Und ich versuche halt, wenn ich einen NSC habe, dann schreibe ich mir immer einen Satz dabei, was ist das Erste, was an diesem NSC auffällt. Und manchmal ist das etwas, was noch nicht mal stattfindet, wenn der NSC im Raum ist, sondern es ist vielleicht eine Aura oder ein Geruch oder ein Geräusch oder zum Beispiel ein NSC von mir, der läuft rum, der hat immer so eine Glocke aus kühler Luft um sich herum. Das ist halt so ein frischer Geruch, der als erstes halt kommt. Ah, frischer Geruch, okay. Beziehungsweise so eine kühle Winterluft halt. Ne? Das ist halt das, was halt als erstes an dieser Person auffällt, das Markanteste. Der erste Eindruck ist ja der zählt. Und da kann man halt, gerade wenn man zum Beispiel einen Bösewicht vorstellt, entweder viel richtig mitmachen oder die Leute nehmen ihn halt nicht wirklich ernst. Wenn dann dieser erste Eindruck von zum Beispiel in einem NSC, von dem man will, dass der wichtig ist, nicht wirklich gelingt, dann muss man eventuell umschmeißen. Das hat auch bei NSCs ein Punkt ist, dass man sich vielleicht sonst denen auch zu viel direkt mitgibt. Mhm. Natürlich ein bisschen darauf an, wie viel Funktion die haben sollen, aber wenn wir jetzt irgendwie, du kannst natürlich ein NSC sehr locker beschreiben oder quasi ein SC draus machen. Mhm. Genau. Aber da ist halt die Frage, nehmen die den dann so an? Was ich halt auch sehr schön finde, sind halt so Fluff-NSCs, die eigentlich wirklich keine Funktion haben, aber irgendwas Besonderes haben, weil das die Situation untermauert. Ich weiß, Reh hatte das in einer Shadowrun-Sache, da geht eine Spielerin einkaufen und da sitzt ein Troll an der Kasse. Ja. Und der knallt ständig mit seiner Hörner gegen die Lampe. Und dann hat er gesagt, oh, schon wieder. Da hat sie gefragt, warum arbeitest du eigentlich? Oh, mein Kind ist erwacht und ich weiß nicht, wie ich die Kosten für diese dogmatische Ausbildung aufbringen soll. Ja, wie gut. Ja, aber das ist super gut. Das sind halt so Kleinigkeiten. Ja, genau. Sie machen ja immer die Werbe. Einblendung dieses Senf dann. Ja, die war so gut. Die Nachrichten, die Werbeeinblendung, ja. Der Hammer. Ja. Das ist einfach dann so, so diese lebendige Neonwelt halt beiträgt. Ja, weil die 40 Leute spontan jetzt gerne Kuchen hätten, weil Zuckerkuchen ein Thema ist. Und alle dann, ich würde zu Kuchen töten. Oder was du halt meintest mit dem Trolltürsteher, da musste ich so denken, jetzt stellen wir zwei Trolltürsteher vor, die ganze Zeit sagen, machen dann so wie bei Das Leben des Brian, ja. Der Kerkermeister, die dann danach so hochphilosophische Gespräche führen, der keiner zuhört. Genau. Ja, genau. Richtig. Ich habe bei Schiller mal einen Troll-Charmeur gebaut und die waren so perplex, die anderen, weil klar, du kriegst nicht hoch Charisma, du kriegst diese Skills nicht so extrem hoch, aber das war ein Troll mit der Intelligenz von 5 und Charisma von 6. Für einen Troll. Ja, ich war so mit richtig schmalzlockig. Oh, dann ist es zu heiß. Schön. Ja, dann müssen wir es auch gelassen. Nur so mit der Tonaufnahme von Max Leben. Geht weiter. Gut, Erwartung spielen. Ja, das definitiv. Einfach auch mal sich mal trauen, so Sachen zu machen. Wie genau. Weil es ist eine lebendige Welt. Ist nicht immer das Troll oder Ork. Genau. Immer dasselbe machen. Es soll Borons Geweihte geben, die nicht auf Knaben stehen. Es soll, ne? Also immer mal die Variation reinbauen. Ja, und eingriffen bei Protector, das ist in die Monster-Jäger-System,
Da jetzt wird genau das halt schon in den Regeln verarbeitet, die Charaktere, die man noch als Spieler genau wie die NSC oder sowas. Da gibt es halt das Prinzip von Klischee und Durchbrechung. Man hat dieses Klischeebild, so wie jetzt solche, man hat dieses Klischeebild, das ist ein großer, grobschlächtiger Troll, und dann mit Durchbrechung, aber er ist halt eher so der Schönling mit der Schmalzlocke dann. Ja. Oder man kann es natürlich auch umgesehen, das ist so der Klischee, hat die Schönling mit der Schmalzlocke, die Durchbrechung in dem Fall steckt halt quasi im Körper eines großen Trolls. Das ist halt was, was man so, wenn man dieses Klischeebild hat und dann auch so ein, das heißt auch nur so ein kleines, so ganz Detail, dass dieses Klischee durchbricht einbaut. Da kann man schon sehr viel mit bewirken. Ja. Richtig. Gut. Ich gehe nur weiter und lese noch das Mittagessen zu. Jetzt kommt die Frage nach dem Schwierigkeitsgrad. Und dabei ist jetzt nicht gemeint, schicke ich meine 9 LP-Helden von DSA oder meine Rang 1 Akkuliten von 40k direkt gegen die fetten großen Monster. Das ist kein Schwierigkeitsgrad, das ist einfach nur dumm. Also zum einen, wenn sie es mitmachen oder wenn der Weiß es unbedingt will, dann ist es dumm. Mit Schwierigkeitsgrad meine, wo ich draufstehen habe, Powerlevel der NSCs, aber ja, wenn ich halt fettere Würfel werfen kann, kann ich fettere Monster töten. Das ist kein wirklicher Schwierigkeitsgrad im Spiel. Sondern zum Beispiel, wo ich weiß, dass ich Spiel habe, dass ich damit richtig fett auf die Palme bringen könnte, ist, wenn ich Rätsel einbaue. Und zwar nicht trivial Rätsel, sondern richtige Rätsel. Ich hasse Rätsel. Ich hasse sie. Also ich kann ja mal ein Beispiel anschreiben, wie man drauf kommt. Ich glaube, du wirst es auf jeden Fall kennen, deswegen bitte ruhig. Aber ist jemand für euch e-technisch begabt? Elektrotechnisch, digitaltechnisch begabt? Sehr gut, ihr seid genau die Richtigen für das Rätsel. Und zwar gibt es in dem Fall Kristalle, die bekommen zwei Energieimpulse rein. Und nur wenn beide gleichzeitig kommen, kommt ein Energieimpuls raus. Elektrotechnisch ist es ein End-Cutter. Also, ihr habt irgendwie eine Reihe von Kristallen, die Energieimpulse rausschicken. Und es gibt Kristalle, das muss ich gerade überlegen, die sehen dann so aus: die schicken nur Energie rein, wenn sie keine Energie anbekommen. Also an den Toppen. Jetzt ist es theoretisch durch eine Verkettung von den sogenannten Gattern, also Kristallen, möglich. Dankeschön. Eine Impulsschleife zu bauen mit x beliebig vielen, die Anzahl wurde nicht genannt, um hinterher eine Anzahl von Energiekristallen Energie zu versorgen, also mathematisch oder elektronisch einen Zähler zu bauen. Da haben die 8 Stunden für gebraucht, weil ich es konnte. Das waren alles Informatiker, die hatten alle gepennt in der Vorlesung. Aber wenn man verdrängt ist. Oder man verdrängt ist. Elektrotechnik. Bei uns war das Teil der Vorlesung. Also das wäre jetzt schon ein krasser Bohr. Also man kann das auch ausklüften ohne informatische Vorkenntnisse, weil das ist einfach nur Logik. Es kommen 2 rein, 1 raus, kommt nichts rein, 1 raus und so weiter. Und wenn man sich damit ein bisschen rumknurrt und ernsthaft beschäftigt, kriegt man das schon raus. Aber das ist jetzt für mich aus dem Bereich Rätseln schon ein hoher, harter Schwierigkeitsgrad, weil das ist nichts, was irgendjemand, der fachfremd ist, also sich wirklich gedanklich erstmal reindenken muss in die Materie, innerhalb von 5 Minuten ausknobelt. Und dafür muss man natürlich einfach Spieler mit Durchhalteverfügung machen. Ich weiß, ich habe da nur Koalis sitzen, das habe ich nicht auch gesagt, dann lasse ich das besser sein. Definitiv. Das war der Punkt, den ich halt gerade mal anhauen wollte. Wenn du halt eine Kampagne planst oder sowas, dass du dir überlegen sollst, wie erfahren sollen die Spieler schon sein, beziehungsweise die Charaktere, wenn du halt so wirklich von winzig klein fertig mit der Ausbildung bist, ich bin der Held, was, das ist ziemlich egal. Aber wenn du halt schon mit einem Grunderfahrungsgrad einsteigst, musst du halt ein paar Sachen ändern in deiner Kampagne, weil du nicht mehr in dem Scheiß mitmachen würdest. Und das ist halt auch bei den transsibarischen Chroniken so, du hast die Möglichkeit, dass du nicht unerfahren mit einer Umgebung zu spielen, oder mit Armen. Und da sage ich mir, okay, welcher Arm lässt sich dafür noch motivieren? Logischerweise, außer durch den Druck des Erzeugers, wie das schon gesagt ist. Dadurch, dass die Küche irgendwie einen Fehler in ihrem Zeitplan hat, gibt es jetzt schon Essen. Von wann bis wann? Ab jetzt bis
ich denke mal, anderthalb Stunden weiter. Wir hatten gesagt, eigentlich ab halb und dann eine Stunde lang, aber die haben jetzt schon aufgetischt. Ja, okay. Dann machen wir. Also, wenn ihr Hunger habt, könnt ihr schon anfangen. Okay. Weil ich habe euch gemerkt, ich habe diese Kampagne als Spieler erlebt, wo der Spielleiter uns halt Adel hat bauen lassen, der fünften Generation. Und ich stand da und dachte, wenn du Langeweile hast und nochmal mit Jungspunden rumrennen willst, was du tun willst. Nein, keine Ahnung. Aber hast richtig, ja. Fünfte Generation ist schon widerlich. Ja, definitiv. Dann was jetzt konträr nicht verwechseln mit dem, sag immer ja zu dem, was deine Spieler sagen. Das hier ist jetzt nicht die Metaebene der Ideen, sondern wirklich IT, das, was in unserem Kulturkreis super schwierig ist. Wenn du sagst, oh, ich verhandle jetzt mit dem oder ich frage ihn, wir fragen ihn, nein, der gibt dir keine Antwort. Dann werden die Spieler abziehen. Es sei denn, sie sind wirklich erfahren und hartnäckig und wollen das. Und dann, oder ihr habt einen gelernten Verkäufer drin, der weiß nämlich, nein steht für nur noch ein Impuls nötig. Also immer weitermachen, weiter nach vorn und das kostet Spieler sehr, sehr viel Kraft. Und das, so kann man zum Beispiel auch ganz stark, das ist Schwierigkeitsgrad von einer Kampagne oder von einer selbst ausgedachten Sache erhöhen. Gut, Resümee, es gibt keinen ultimativen richtigen Weg. Macht das, was euch für euch gut anfühlt. Probiert Sachen aus. Ich habe schon Sachen bei Feder geklaut, bei Rerion, bei Fragen. Was war denn das damals mit dem, wo du bei Koani gespielt hast? Sein, ja, habe ich ja mal das Charakterkonzept irgendwie mit dem NSC weiterverwendet. Das ist aber schon lange, lange her. War auch schnell gut. Ja. Ja. Oder umgekehrt, ich habe nicht wirklich immer viel Konzepte. Justi Koller wollte gestern anfangen, hier mit Petersburg und erzähl mir was über die Ahnen. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Empire, mal ganz ernst. Das hat genau dafür gereicht, wenn das tiefer reingehen wäre, hätte ich mich einlesen müssen. Aber ich wusste, es wird nicht tiefer reingehen, weil die Sache in eine andere Richtung gehen sollte. Und ja. Ich finde es auch schön, dass mich gerade bei manchen Sachen immer fragt, wie war das? Ja, klar, das ist wieder der Punkt, den ich am Anfang habe ich ein Regel-SL. Da frage ich immer vorher für den Runden, passt mal auf heute, ich brauche immer ein Regel-SL, wenn ich nicht weiter weiß. Bei DSA komme ich ein bisschen weiter rein. Bei D&D habe ich da gar keine Lust drauf. Da habe ich dann den Dex-Muster dafür und fertig. Oder ist einfach, ich weiß die Regeln, wir legen jetzt gerade was fest. Weil wenn an einer einzigen Regel oder an einer kleinen Fluff-Info, ist das schon interessanter, aber ich glaube jetzt mal bei Regeln, das Glück einer Gruppe hängt, dann ist für mich eine Gruppe was falsch. Bei mir ist das, wenn die Regel unsinnig ist und wir finden das so in der Gruppe, dann gibt es das. Klar, Regeln sind natürlich auch Gruppenschluss, ganz klar. Oh. Gut, dann Fragen, kommen wir mal zu den gebunkerten Fragen. SCs, die ihre eigenen Hintergründe nicht beachten. Hattest du das ja eben schon mal ein bisschen angeführt. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, weil wir es vorhin so schön hatten, bei L5R hat mein Charakter Hintergrund nicht lügen. Wenn der natürlich jetzt nur wegen diesen paar verkackten Punkten, die er kriegt, anfängt zu lügen, würde ich dem richtig drauftreten. Und zwar hat da L5R ganz böse Mechaniken. Aber mein Charakter, und vor allem ich als Spieler bin ich dumm, mein Charakter lügt dauernd, obwohl er die Wahrheit sagt, indem er einfach Sachen weglässt. Aber doch, also gerade bei so Sachen, wenn ich weiß, man kennt ja auch seine Oppenheimer als Spieler so ein bisschen, da bunkert jemand Nachteile, um den und den Vorteil zu kriegen, achte ich natürlich penibel drauf. Oder wenn du eine Welt hast, wo es halt übertönliche Sachen wie Geister und so gibt, dass ein Geist den Nachteil falsch versteht und den Prophet nicht vor allem drauf sagt, ich hab doch nicht. Achso, dann hab ich das verwechselt, sorry. Aber das passiert dir, wenn du es nicht machst. Also da würde ich schon relativ rigoros durchgreifen, definitiv. Weil genau deswegen hat man ja Nachteile, nicht um sich Vorteile zu kaufen. Also ein Lieblingsbeispiel ist Markus-Tradition, kennt jemand? Ja. Da kann man sich als Nachteil, also kann man sonst glaube ich nur 9 Punkte Nachteile kaufen. Außer diesen einen, der 5 Punkte bringt, wenn man ein Attribut um 1 Punkt senkt. Das kann man beliebig oft machen, bis jedes Attribut nur noch 1 hat. Dann baut man sich einen Magier mit Körper 5, Kern 5, ATX. Und zieht sich mit Magie alles auf 5 wieder hoch. Das ist ein Startcharakter, der überall 5 drin stehen hat und einfach die Sau vor dem Herzen ist. Sowas diskutiere ich nicht mal erst. Sei denn, wir sagen, wollen wir eine Runde machen,
die so kaputt wird wie möglich und einfach mal zeigen will, wie asozial Magier sind. Okay, dann lachen wir eine Stunde über die Hunde und dann spielen wir was Richtiges. Kann man auch machen. Wow, ich sagte gerade das Ausspielen von Nachteilen oder das Überdenken von Nachteilen, dass man als SL nicht alles einfach erstmal absegnen sollte, weil man auch einen gewissen Weitblick manchmal braucht, wenn jetzt ein System, in fast jedem ist der Nachteil Berserker, kann die Gruppe killen. Ja, klar. Da muss man sich schon bewusst sein, dass man die anderen vielleicht ein bisschen warnt. Mhm. Das Bewusstsein selber zu sagen, du, falls ich irgendwie rote Augen kriege und Schaum vor dem Maul, dann schmeiß ich ein bisschen zu Boden. Das ist ja. Mhm. Es ist aber auch nervig, wenn Leute ihre Nachteile zu groß getrieben haben. Ja, das auch. Zum Beispiel? Hat ich in meiner Tischrunde. Ah, Arroganz. Nein, das ist nicht Arroganz. Aber das ist nicht der SC, das ist das. Ja. Ja. Ja, welche? Da ist halt die goldene Regel, man muss nicht mit jedem spielen. Ja. Wenn ich jetzt als Spielleiter feststelle, meine Spieler mögen mein Ziel überhaupt nicht, heißt das nicht, ein schlechter Spielleiter. Sondern das heißt, ja, das setzt du aber schon voraus, dass du so viel Selbstbewusstsein hast. Ja, genau, aber es ist halt so, ich habe einen längeren Weg hinter mir, um das natürlich sagen zu können, dass ich jetzt kein schlechter Spielleiter bin, wenn ich feststelle, meine Spieler können nicht mit mir spielen. Natürlich gehört sehr viel Selbstkritik dazu und auch Feedback, wobei Feedback ein ganz anderes Thema ist, wo ich glaube, wir nochmal gesondert drüber reden in einem anderen Termin. Ja, ja. Wir sind alle da, darüber reden. Ja. nicht, oder? Und das ist halt immer wieder, ich stelle bei manchen Leuten fest, ich kann mit denen spielen. Mit manchen Leuten kann ich super spielen, das ist halt einfach funktioniert. Und bei anderen Leuten denke ich mir so, ja, meine Erfahrung, muss ich wieder. Ja, aber genau, das ist schön, ob man feststellen, dass ich kann, wenn nötig. Aber also auf dem professionellen Level kann jeder irgendwie zusammenarbeiten, aber das ist ja immer noch Freizeit, was wir machen. Wir werden nicht bezahlt, müssen nicht alle Profis sein. Und da suche ich natürlich Leute, auf die ich Bock habe. Das heißt aber auch, wenn man zum Beispiel als Spielleiter Ersatzcharaktere reinwirft, vielleicht vorher fragen, ob man mit der Person spielen kann. Ja. Gut gemeint überraschen kann, aber dann ja. Definitiv. Ach, du bist jetzt dabei. Hey, toll! Wir sind längst im Rollenpark. Schön! Okay, ich muss jetzt 2 Stunden. Ja. Der ist jetzt also der Prinz, der mir. Ich töte meine Karte. Wenn wir eine Zeit lang verkaufen, direkt zurück in den Kontakt schalten, dann werden wir noch was Skills, die davon unglaublich. Aber ja, das ist Freizeit. Das ist keine Grundlage. Ja. Das würde den Leuten Spaß machen. Das muss aber halt auch jeder für sich selbst feststellen, auch die Fähigkeit, so ein Feedback zu geben, sagen, pass mal auf, war eine Runde, es war eine Erfahrung, aber es stimmte halt nicht, muss jetzt nicht wieder. Weil es ist, glaube ich, auch was, was man nicht gerne sagt und was andere auch nicht gerne hören, aber so ist es eben. Das heißt, dass man, manches mit manchen spielen kann und manches mit anderen eben nicht. Wer eher so ein Klamauk-Typ ist, da kann man super Klamauk-Sachen spielen, aber wenn man wirklich mal was Ernsthaftes spielen will und es ist trotzdem immer Klamauk. In der Jesida fand ich extrem gesehen bei dem Doktor. Ja. Also er ist ja eigentlich der Klamauk-Typ, ne? Ja. Und geht auch super auf so Sachen ab, aber da ging es ja jetzt um wirklich Bilder und Szenen aufbauen und ja. Aber ja, das ist wie gesagt so eine Klamauksache, oder für ein, zwei andere ist es kein Thema. Wobei, ich erwähne die Zwergenrunde, wo ich fast jemanden getötet hätte. Aber. Ist das bei der Welt passieren? Nein, schon cool, nein, ich könnte da. Ich könnte das Wort nicht mehr. Ich habe schon Aufstand bekommen. Wenn man halt Sachen einfach übertreibt. Das ist zwar mal witzig, aber wenn das halt sich den ganzen Abend durchzieht, geht es immer noch auf die Eier. Ja. Das ist halt so ein Pocher. Einfach nur so ein Pocher. Meinst du jetzt wirklich die Person ein Pocher? Oder? Ja. Ja, okay, ich wollte nur was vergehen. Meinst du, der ist halt tot? Ja, genau. Du bist bis ins untote Leben hinein, so nach dem Motto. Ist aber auch okay, oder?
Wenn du das halt vorher weißt, dann kannst du sagen, ah, wie ist die Runde konzipiert? Ah, dann lieber nicht. Dann sag ich, nee, ist super. Dann schaue ich mir die lieber an. Dann kann man gut noch sagen, scheiße, was spielt denn heute so gut, Herr Arsch? Wer spielt denn schon, wer spielt denn noch bis? Das ist einfach eine Seite dann so. Ja, aber auch einfach alles. Der Nachteil, der irgendwie noch nie zum Tragen kam. Boogie ist ja getigert und ich weiß. Sonst hätte es ja schon Gelegenheit dafür gegeben, aber. Ja. Das ist dann so, ja gut, da hat es sich halt bisher einfach wirklich gar nicht gegeben. Und das sind halt die Nachteile. Manchmal, das weiß ich, da bin ich auch als Spielleiter, vergisst man auch manchmal einfach ein paar Nachteile, die vielleicht in dem Moment sehr cool gewesen wären. Dann denke ich so, ich hatte schon 18 Nachteile. Ach, der! Scheiße. Also, wenn die Nachteile schlüssig für das Konzept sind, ja, dann lasse ich auch gar nicht für die Nachteile zu, aber ich würde auch einfach sagen, ab hier kriegst du halt auch keine Punkte mehr. Einfach weil es gibt ja auch einfach Spieler, die können das super rüberbringen und machen und dann hast du ein paar. Können es halt nicht so, und dann baust du ja ein Riesenkräfte-Ungleichgewicht drauf, dass der eh schon da ist, weil der ist ja schon ein guter Rollenspieler, der will erst reinkommen. Jetzt baust du halt durch die Würfel-Pools noch Riesenunterschiede auf, also das ist ja schon ordentlich. Ich bin ja doch auch so ein Typ, der sich auch gerne Nachteile ohne Punkte nimmt. Einfach, ja, weil ich gerade dem Moment spannend sind oder so Ticks, die man da noch halt hat. Oder in dem Moment, wo man zum Spielleiter sagt, okay, nach der Aktion habe ich jetzt den und den Nachteil, danke. Oder dann spontan fragen, um Leute mit Charakter gegen zu spenden. Oder dieser eine heimnisvolle Satz, ich möchte noch einen Vater. Ich bin mein Vater. Ich möchte noch einen Vater. Ups. Aber dann könnte man schon fast eine eigene Sitzung zum Thema Spielerverhalten machen. Ja, klar. Also das ist auch, finde ich auch was, das finde ich immer wieder gut, dass so Sachen auch ab und zu immer wieder in Sammelstreams besprochen werden. Da kann man sich auf manchen Kanälen nochmal Sachen zusammensuchen, um einfach auch mal mitkriegen, bin ich nur alleine mit der dritten Meinung oder haben die andere auch. Ja. Also wie gesagt, eine Meinung, die ich überhaupt nicht teilen kann, ist so, ist Witzen im Internet, kennen die Leute klar jetzt vom Sehen, man hat so, sagen wir, lose Freundschaftsbande, aber es gibt auch Leute, die kenne ich schon den Nickname, da habe ich schon ein Bild gesehen, die haben nie verbal gesprochen. Warum sollte es mich jetzt zutiefst belasten, wenn jemand sagt, mich das ist schon so scheiße? Das ist ja gute Recht auf Meinung. Also jetzt nehmen wir das Recht, wenn du zu Hause vom Haus stehst, putzt ein Auto, irgendein Bildfremder kommt vorbei. Ach ja, ich meine, ja, denke ich, eine gute Betreuung haben oder einen schlechten Tag oder weitergehen. Aber wenn eine Person vorbeikommt, die dir nicht nahe liegt und sagt, du Arschloch, was ist denn los? Ja. Und genauso ist es im Internet ja auch. Oder beziehungsweise ich halte immer so, wenn mich jemand dumm anmacht, nach meiner Meinung wieder unter dem Video, sperre ich sofort. Ja. Ohne es zu sagen, ich will das mit diskutieren, ich will das fand ich nicht ordentlich. Also wenn jemand ein Gespräch anfängt, klar, aber wenn er jetzt aber nur drunter fängt, oder sie. Oder alles scheiße. Fertig. Alles scheiße vor Arsch. Aber das ist halt auch ein so Rachensfehler, das ist eine Persönlichkeit, die muss gebildet werden. Die sollte man auch am besten bilden, wenn man weiß, man ist für Negativkritik sehr, sehr empfänglich und die sich selbst zu Herzen sollte man überlegen, ob man es fühlen will. Das ist ganz klar. Ja. Ich würde auch mal sehr gut über das Thema Projektion reden in Rollenspielen. Aber sowohl von Spielleiterseite als auch von Spielerseite. Ja. Und Selbstreflexion bei dem Thema. Therapie durchs Rollenspiel. Das ist mal. Thema, das man oder man merkt halt, man spielt zum ersten Mal mit ihm oder hat vielleicht was drüber gesehen und merkt, also ich komme mit ihm überhaupt nicht klar. Ich weiß gar nicht, hat die alle herumhalten? Ja. Könnte auch sein. Oder scheiße Flug hat und dann schreibt man noch 140 Seiten irgendwo. Ja, ich glaube nicht so an. Das passiert eben. Kann passieren. Aber das ist dann auch der Punkt, wo du sagen musst, wenn dann jemand kommt und sagt, oh, mit euren Ersatzspielern ist das so toll. Ja. Das merkt man ja gar nicht. Ja klar, wenn die Ersatzspieler diejenigen sind, die sich auf das Beam ständig angucken und eh ständig mit dabei sind und auch einfach wissen, was ist bisher passiert, und dann merkt man das auch nicht. Oder man ist so furchtbar gehypt, weil man Warhammer-Sachen gekauft hat und ein privates 10 Minuten Video mit Stimmverzerrer aufnimmt. So wie ich. So. Ja, wir wollten spielen, du warst nicht da, hey, was soll ich sagen? Ja. Den Kommentar fand ich sehr nett. Den Kommentar fand ich sehr nett. Ja. Also, Handynummer tauschen. Ich will das auf
offiziell geöffnet. Ja. Offiziell. Könntest du ja in den Essensraum verlegen.